So, herzlich willkommen, Daniel, im Restaurant Daniel. 10 Jahre Topfgucker, da mache ich natürlich mal etwas mehr. Ich bin dann nächstes Jahr dran mit 10 Jahren. Das ist natürlich eine riesenlange Zeit. Aber wer die ersten Videos kennt und heute das anguckt, der muss feststellen, gutes Essen, gute Laune und viel Arbeit macht nicht älter. Man hält das wirklich aus. Aus dem Grund haben wir heute mal etwas mehr Aufwand als immer nur Kleinigkeiten. Wir machen heute ein Rehkotelett. Wir machen heute dazu eine Portwein-Aprikosen-Zwiebelsoße. Klingt verrückter, als es ist. Und wir machen etwas Gemüse dazu und logischerweise unsere legendären Knautschi. Mit denen fange ich auch gleich an, weil das Reh temperiert schon ganz langsam vor sich hin. Alle anderen Zutaten sind noch hier. Die Schü habe ich schon fertig. So eine Bratensoße ist also in jedem Restaurant quasi immer vorrätig, weil man kann die ableiten, man kann das nicht alle Menü machen, das muss einfach da sein. Und dadurch, dass wir ja die Tiere hier zerlegen und, fällt auch immer was an, um eine solide Soße zu kochen. Ein bisschen Blaubeermark, aber das ist die Soße, das erkläre ich später. Ich mache jetzt ganz kurz die Knautschi. Wer es schon mal erlebt hat, war ja quasi nichts weiter wie gekochte Kartoffeln. Die können gerne vom Vortag sein, kalt, lässt sich leichter verarbeiten. Ja, aber auch das spielt eine Rolle, warum ich so unglaublich jung aussehe. Das ist dieses tägliches Training quasi, wo andere in klimatisierten Büros und Studios machen müssen. Das haben wir hier quasi bei Tageslicht, gutem Essen, guter Laune. Alles nebenbei. Ja, also das kann man mal aus der Sicht sehen, dass auch Arbeiten fit hält. Man muss da keine Angst vor haben. Jetzt die Eigelb, das schlagen wir gleich mit hier rein. Das hätte man natürlich alles vorbereiten können. Um die Glaubhaftigkeit zu unterstützen, machen wir fast alles in der Sekunde. Ihr seid quasi live dabei, wie wir hier mit Präzisionswerkzeug und Wagen aufs Gramm genau alles austüfteln. Hätte ich fast das Salz vergessen. So. Handschuhe mache ich natürlich jetzt nur für die Kamera. Sonst haben wir ja saubere Hände. Machen das, waschen die Hände wieder und wieder und wieder nach jedem Arbeitsschritt. Und damit sparen wir quasi auch schon wieder Handschuhe. Aber es ist auch schön, wie so eine zweite Haut durch den Handschuh, die einfach nach der Tätigkeit, abzulegen und fertig. So, ich brauche eine Probe gleich. Also bei allen Massen immer eine Probe machen, weil die Kartoffeln sind unterschiedlich. Und selbst wenn man mit akkurater Waage arbeitet, würde ich eine Probe empfehlen, weil der Wassergehalt, der Stärkegehalt ist unterschiedlich. Die waren jetzt ohne Schale gekocht. Da geht natürlich auch einiges verloren. Ja, ist heiß, kocht gleich wieder. Fühlt sich geschmeidig an. Ich glaube, es sollte funktionieren. Aber wie gesagt, der Schein kann trügen, deshalb machen wir eine Probe. Bei der Probe ist wichtig, wie schmeckt das, ne? Und hält das. Das sind die beiden Faktoren. Ist es zu weich, noch ein bisschen Mehl dazu. Ist es zu fest, war es zu viel Mehl, also ist es zu spät, kann man nur etwas länger kochen. Dann, wenn der Salzgehalt minimal zu wenig oder zu viel ist, kann man es über das Wasser regulieren. Wenn also hier zu viel Salz drin ist, einfach im Nackschenwasser kochen. Ist hier zu wenig Salz drin und also etwas zu wenig Salz, einfach im Wasser etwas mehr Salz, einfach nur einen kleinen Klumpen, wupp, und dann sieht man ja relativ schnell, hält der oder zerfällt der. Ist wie eine Ampel ohne Gelb, rot oder grün. So, Hokkaido-Kürbis, ich liebe das Ding. Er ist verbumshart zum Schälen, aber hat eine schöne Farbe, einen super Geschmack und ist sehr schnell weich. Ich mache jetzt auch nur eine Portion. Sobald ich meinen Schäler wiederfinde, sie müssen Menschen sein, ich stelle mir hier alles bereit und schwupp ist es wieder weg. Bin gleich zurück. Da! Unglaublich. Heinzelmännchen. Ich habe jetzt wieder einen von Dorothea erwischt. Meine Küchenhilfe ist nämlich Linkshänder. Was immer zur Folge hat, dass permanent die Schäler falsch rum sind. Aber der Vorteil bei denen, die kann man sehr schnell umspannen. So, das ist jetzt eine Sache, die muss nicht sein. Die machen wir nur, damit es etwas schöner wird. Die Kanten brechen. Das sind halt die Kleinigkeiten. Das könnte man alles wieder in die nächste Suppe mit reinwerfen. Also so oder so, es kommt praktisch nichts um. Dann machen wir Möhren. Die sind im Prinzip schon geschält, weil ich musste nicht zeigen, wie eine Möhre geschält wird. Schneiden wir schön. Die sind alle gleich dick. Bei der müssen wir nochmal halbieren. Wichtig ist, dass das Gemüse entweder gleich geschnitten wird, unterschiedlich gegart wird, oder wir schneiden es so, weil der braucht nicht so lange wie eine Möhre oder ähnlich, deswegen sind die ungefähr gleich groß. Eine Zucchini zum Beispiel, das machen wir jetzt hier. Wir machen ja nur eine Portion.
Die ist ruckzuck fertig. Die wird in letzter Sekunde erst dazugegeben. Alles Gemüsebrühe. Wir machen heute mal Rauten. Wie gesagt, das sind keine Abschnitte. Das ist der Ansatz für eine Gemüsebrühe. Weil ich weiß nicht, wer zu den Menschen gehört und Gemüsebrühe aus dem Glas kauft. Mal durchlesen. Und dann wird ganz schnell klar, hat mit Gemüsebrühe so quasi nichts zu tun. Die sieht nur anders aus. Die hat also jetzt keinen geschmacklichen Unterschied zur Grün, wie bei der Paprika. Bei der Paprika ist es ja wirklich ein Unterschied, gelb oder grün zu essen. Bei Zucchini ist es rein Optik. So, wie gesagt, nicht mischen. Das geht schneller. Ebenso noch hier ein paar Paprikaringe. Die sind auch ruckzuck. Da brauchen wir keine großen Faxen machen. Das Innenleben raus, auch Kleinigkeiten, damit es einfach schöner aussieht. Das sind natürlich Dinge, die muss man jetzt zu Hause vielleicht nicht unbedingt nachmachen. Auf der anderen Seite kann man die ganze Familie beim Kochen integrieren und auch Kinder können arbeiten. Besser ausgedrückt, können in der Küche helfen. Jetzt schneiden wir noch alles für die Soße. Die Probe. Gucken wir mal. So, das heißt, ah, herrlich, schön, fluffig, hält. Quasi ein Volltreffer. Habe ich ja schon mal das Reh temperiert, das gart also nicht. Hat nur den Vorteil, die Knochen werden schön hell, das sieht gut aus. Das Fleisch kommt auf Temperatur und wir können es dann entspannter braten. Geht auch im Backofen, das ist jetzt hier ein Salamander, in jedem Backofen 70 Grad, halbe Stunde ruhen lassen, hat dieselbe Wirkung. Für die Soße habe ich mir gedacht, machen wir eine Zwiebel-Aprikosensoße. Einfach nur die Zwiebeln dekorativ schneiden. Natürlich kann man alles passieren und pürieren und. Wie gesagt, rote Zwiebeln sind sehr mild. Sehen gut aus. So, dann haben wir hier noch Aprikosen. Reh, wird ja immer gesagt, hat einen leicht milden, süßlichen Geschmack. Wild hat halt, das wild lebt, das ist der Name, einen hohen Glykogenanteil im Blut, was halt etwas einen lieblichen Geschmack ausmacht. Deswegen schreit es danach, es abzuwandeln mit lieblichen Aromen und fruchtigen Sachen. Also in die Soße werden wir ein bisschen Blaubeermarmelade reinwerfen, ein bisschen Portwein ablöschen. Und trotzdem ist es nun mal ein herzhaftes Fleisch. Das heißt, wir brauchen dennoch Salz, Pfeffer und eine solide Soße. So, aber genug erzählt, reicht. Jetzt machen wir ganz kurz die Knautschi. So, die Masse wird jetzt schön portioniert. Das heißt, wir machen eine Rolle. Das ist jetzt top secret und ich verrate das nur, weil ich bereits eine eingetragene Marke habe auf Knautschi. So, dann leicht schräg portioniert und dann werden die länglichen Ecken geknautscht. Und wir haben schwuppdiwupp kleine unförmige Kartoffelklößchen. Hat den Vorteil, die sind für Kinder geeignet, die rollen nicht vom Tisch, vom Teller. Eine Ladung mache ich noch. Und so, und alle, die gerne kochen, aber sie sagen, nee, diese Scheißklöße, aber dennoch nicht die fertigen kaufen wollen, die können das Knautschi, die Knautschi gerne auch hier vorbereitet kaufen. So, wir warten, bis es kocht. Und in der Zeit können wir die Soße ansetzen. Etwas Butter. Joa, Butter ist gutes Fett. Geschmacksträger und gutes Fett, gesund. Ne? Deswegen können wir da mehr nehmen. Ja, ab ins kochende Wasser. Na, wenn sie hochkommen, noch 4-5 Minuten, weil die schwimmen eher oben, als dass sie fertig sind, weil es eine ganz fluffige Masse ist. Also ein Steinkloß, der macht dann erst Blob, wenn er wirklich komplett durch ist. Die Dinger schwimmen bereits vorher. So, die Zwiebeln. Hier in der Nostalgiestube haben wir natürlich noch Gas. Wie lange wird sich rausstellen? Ich spekuliere auf sehr lange, weil alternativ müsste ich Induktion hierher schrauben und da müsste ich wieder ein neues Erdkabel legen. Das ist natürlich wieder mit Kosten verbunden, die gerade nicht da sind. So, auch hier, wie war es anders zu vermuten, kommt etwas Butter rein. Der Kürbis wird angebraten und das nimmt jetzt etwas Farbe. Das macht gar nichts, wenn das leicht hellbraun wird, bernsteinfarben. Weil das ist halt Geschmack. Butter, Gemüse, da gehe ich völlig fest. So, die Zwiebeln sind angeschwitzt. Die Aprikosen dazu. Alternativ, wenn es natürlich die Jahreszeit nicht hergeht, weil es gibt ja frische Aprikosen nicht so lange wie frisches Reh,
kann man auch getrocknete nehmen, vorher einweichen. Die schwimmen schon oben. Wir können ja mal einen kaputt machen. Also er schwimmt oben, ist aber noch lange nicht fertig. Ja. Das ist ein Trugschluss zu sagen, was oben schwimmt, ist fertig. Das stimmt vielleicht bei Wasserleichen, aber nicht beim Essen. Jetzt etwas Blaubeerkonfitüre. Gibt eine tolle Farbe, tolles Aroma. Ja, hier, er nimmt etwas Farbe. Wie gesagt, er soll ja nicht gebraten oder braun werden. Er soll ja nur Aroma entwickeln, freisetzen quasi. Und schade, dass es noch keine Kamera mit Geruch gibt. Das ist der Koffer gerade. Zum Dünsten etwas Gemüsebrühe. Hier ist ein Deckel. Klein drehen, milde Hitze. Weil wir müssen ja nebenbei die Soße noch machen. So, und hier hinten die Pfanne wird heimlich vorgeheizt. Ganz normales Rapsöl haben wir da. Das temperierte Fleisch, ne, ist noch roh. Und das wird jetzt in Ruhe gebraten. In Ruhe. Knautsche können wir ausstellen. Die ziehen. So. Etwas Portwein. So, noch kein Zauberwerk. Butter, Aprikose, Zwiebel, Portwein, Blaubeermarmelade. Alles Dinge leicht zu kaufen oder man hat es im Garten, keine Ahnung. Die Jus, die macht etwas mehr Arbeit, aber mal ganz unter uns, wenn man ein hochwertiges Produkt kauft, als Laie jetzt, als zu Hause, und sich diese 4-5 Stunden Soße kochen ersparen will, geht das dann hier ein bisschen unter. Man merkt das Fertige nicht mehr, weil hier ist Frucht drin, hier ist Salz drin. Aus dem Grund wäre das mal eine Alternative. Für Gemüsebrühe gibt es keine Alternative. Ja, das ist eben schön, wenn die Knochen geputzt sind, die sind weiß, es sieht einfach mal deutlich ästhetischer aus. Etwas Salz. Jetzt die Gemüse, die ruckzuck sind, also quasi nur warm werden müssen. Noch etwas ablöschen bei Gemüse. Etwas Zucker bietet sich an, weil Möhre, das ist ja Wurzeln, haben von Haus aus auch etwas Zucker. Okay, manchmal ist es nämlich blöd, wenn die Fonds vorgesalzen sind. Dann wird es schlagartig zu salzig. So, schwupp. So, das kocht. Das heißt, wir können jetzt hier 1:1 unsere Soße dazugeben. So, zwischendrin werden wir mal wenden, dass es in Ruhe für sich hindreht. Dazu Champignon-Steinpilze. Ich habe heute noch ein paar kleine Pfifferlinge gefunden. Man kann die Pilze weglassen. Ich persönlich liebe Pilze. Aus dem Grund geben wir ein paar Pfifferlinge dazu. Auch Trockenpilze könnten hier noch mit rein. Millionen Möglichkeiten. Wir machen heute eine davon. Jetzt nehmen wir den Deckel runter, weil es ja eigentlich schon gar ist. Weil die Zucchini, Paprika, die müssen ja nur Temperatur bekommen. Der Rest ist auch gar. Und jetzt lassen wir das einkochen. Und damit tut im Prinzip der Zucker, der in dem Wasser gelöst ist, sich um das Gemüse legen. Es ist glasiert, das ist ein Klassiker. Und ja, dann schmeckt natürlich Gemüse fantastisch. Und alle, die jetzt sagen, Minerale und so weiter, die kleben dann außen dran. Die kocht hier. Auch hier sieht man, okay, wir werden hier noch etwas abbinden, aber kein Problem. Drehen das nochmal um. Ich hole kurz die Stärke. So, Maisstärke und Wasser. Der perfekte Soßenbinder. Weil halt frei von Mehl, hat den riesen Vorteil, er ist gut zu dosieren, bindet bei kochenden Sachen sofort. Wir brauchen uns keine Sorgen um Gluten machen, was jetzt gerade egal wäre wegen den Knautschi. Zum Reh geben wir jetzt noch die Pilze dazu und wie immer etwas Butter, etwas Kümmelsalz. So, hier perfekt. Aus die Maus ist fertig. So, und nun könnte man ja wie bei Klößen es einfach direkt aus dem Wasser nehmen. Aber bei den Knautschi bietet es sich natürlich an, die auch nochmal ganz kurz durch oder in eine Pfanne zu geben. Da kriegen die auch noch ein bisschen Butter ab. Kurze Hitze, wie gesagt, die Pfifferlinge kann man so lassen, braucht nicht viel Aufwand. Die Knautschi sind fertig, das Reh ist fertig, das Gemüse ist fertig. Wir können quasi jetzt anrichten. Die ist noch besser. Wie gesagt, wir machen jetzt hier keine Berge drauf, aber wir machen weiter mit der Pinzette. Möhre, Kürbis, das sind ja alles, bis auf wenige Wochen Unterschied, fast ganzjährige Gemüse geworden. Finde ich auch gut so.
weil Gemüse fetzt. So, dann haben wir noch zwei grüne. Und das ist quasi Butter, das ist so ein Sirup. Der ist natürlich genial vom Aroma her. Und da kommt das nächste Gemüse dann wieder rein. Also hier kommt praktisch nichts um. Ne? Dann bei kurzgebratenen Sachen kommt die Soße immer unten drunter, niemals drüber. Weil wir haben beim Braten ja eine herrliche Kruste. Und es wäre fatal, wenn wir die jetzt kaputt machen, indem wir da die Soße drüber kippen. Ne? Oder bei Schnitzel oder so. Dann ein paar Pfifferlinge. Und jetzt das Fleisch. Ein großes, scharfes Messer. Nein, wir machen erst noch die Deko, um die Spannung etwas aufzubauen. Wie ist das Fleisch geworden? Haben wir hier etwas rote Beeteblätter. Nehmen wir natürlich nur die schönsten und kleinsten jetzt. So, reicht schon. Und jetzt. Oh, ein Glücksmoment. Und das ist eben der große Vorteil von Handwerk und Erfahrung. Ich brauche da keinen Thermometer dafür. Wir braten es einfach so. Bleibt bitte stehen jetzt. So, schwupp. Und wen jetzt interessiert, wie so ein Reh zerlegt wird, ist auch bei Topfgucker zu gucken. Die Knausche gibt es bei mir. Gemüse auf dem Markt, also das war's schon. Und das Schöne ist ja, das ist ja jetzt nur nicht hier naschen, wir essen Reste. Nein, wir machen Qualitätskontrolle. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.